Herzlich willkommen zum Fußballabend hier aus der Allianz Arena. Heute das Champions League Viertelfinale. Es geht das Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Ja, ein Spiel, das auf jeden Fall einiges an Überraschungen bereithalten könnte. Der FC Bayern München konnte sich ja in einem unvergesslichen Spiel im Achtelfinale gegen Juventus Turin durchsetzen. Hier sehen wir die beiden Top-Träger der jeweiligen Teams. Robert Lewandowski und Jonas auf der anderen Seite. Und ja, der FC Bayern München konnte sich ja im Achtelfinale gegen Juventus Turin unglaublich spannend hier in der Allianz Arena durchsetzen. Benfica Lissabon hatte es im Achtelfinale mit Zenit St. Petersburg zu tun und haben es da auch geschafft, weiterzukommen. Und jetzt schauen wir ganz kurz auf die Aufstellung des Gastgebers des FC Bayern München. Von hier Lewandowski, links Ribéry, rechts Robin Müller, Costa, Vidal zentral, Kimmich mit Javi Martinez heute in Innenverteidigung. Ja, für Martinez ist es nach langer, langer Zeit mal wieder ein Champions League-Spiel. War ja lange verletzt und hier die Aufstellung der Gäste von Benfica Lissabon. Ja, die müssen auch ein paar Verletzungen hinnehmen. Top-Torhüter Julius Cesar ist verletzt. Ederson im Tor, vorne Jonas mit Mitroglou, Sanchez dahinter, Gaetan links. Pizzi haben wir rechts gesehen, den Rest habt ihr selber lesen können. Ja, ihr könnt mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie geht's aus am 5. April? Bayern gegen Juventus, Bayern gegen Benfica Lissabon. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich mag mich noch nicht festlegen. Ich glaube, die Bayern werden es machen. Aber mal schauen, wie das hier heute ausgeht. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Ein Engländer leitet diese Begegnung, Mr. East. Und jetzt geht's auf jeden Fall los. Anschluss geht's für den deutschen Rekordmeister. Damit ist das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League angepfiffen. Und die Bayern beginnen von links nach rechts. Wir freuen uns auf packende 90 Minuten, auf hoffentlich viele Tore. Und eins ist klar, die Bayern wollen nach Mailand ins Finale. Und dazu müssen sie heute ein gutes Spiel zeigen, um schon mal den Grundstein zu legen fürs Halbfinale. Auf jeden Fall jetzt die erste Chance. Nach Ballverlust von den Bayern bekommt erstmal Benfica Lissabon über Jonas. Jonas mit dem Ball nach vorne zu Mitroglou, aber Philipp Lahm sicher zur Stelle. Wird da fast von den Beinen geholt. Jetzt Philipp Lahm. Lahm mit dem Pass zu Robben. Der war abgefangen und schon geht's wieder in die andere Richtung. Da ist Mitroglou. Und mit dem ersten Abschluss. Und er kommt gut aufs Tor. Manuel Neuer mit der ersten guten Parade. Ein scheinbar vermeintlich einfacher Schuss wird dann zur richtigen Kanone. Glück hier für die Bayern, dass Manuel Neuer das so überragend reagiert hat. Und jetzt Arturo Vidal dabei. Vidal zu Lewandowski. Lewandowski zu Alaba. Und Alaba wird hinterlaufen von Costa. So, jetzt die Bayern. Über Douglas Costa. Weiter geht's zu Alaba. Der sieht Robben. Robben dreht sich einmal. Robben mit dem schweren rechten Fuß. Schließt er hier ab. Es bleibt beim 0:0. Trotzdem gute Aktion hier durch Robben. Aber jetzt Achtung. Jetzt macht sich natürlich Benfica Lissabon sofort wieder auf den Weg mit dem schnellen Gegenangriff über Jonas. Auf den muss die Bayern 11 natürlich aufpassen. Top-Torjäger und das ist hartes Einsteigen gegen Philipp Lahm. Schiri lässt weiterlaufen. Ja, viele vermuten ja schon, dass hier Benfica Lissabon körperbetont in dieses Spiel gehen wird. Aber die werden ordentlich in die Zweikämpfe draufknüppeln. Jetzt auf jeden Fall wieder Arturo Vidal auf dem Weg nach vorne. Vidal zu Lewandowski. Lewandowski legt ab zu Costa. Costa auf dem Weg nach vorne. Die Douglas Costa. Costa legt zurück zu Alaba. Alaba beim 16er, auch selten, dass es so früh schon im 16er ist. Und weiter geht's zu Martinez. Martinez verspringt hier den Ball. Glück, dass er da noch klären kann. Alaba wieder am Ball. Und das ist kein Foulspiel. Alaba wird da übelst von den Beinen geholt. Das war meine richtige Blutgrätsche. Also das war ein übles Einsteigen gegen Alaba. Und jetzt der Fehler. Lewandowski bekommen. Robert Lewandowski. Also hier geht schon mal knüppeldick zur Sache. So ein brutales Einsteigen gegen Alaba. Währenddessen wir hier nochmal den Abschluss von Lewandowski sehen. Also Schiedsrichter, das kann man auch gar nicht mal abpfeifen. Auch wenn er den Ball gespielt hat, so geht man da nicht in den Zweikampf rein. So, jetzt Ecke für die Bayern. Neue Variante, da ist Müller. Müller bekommt die, Thomas Müller nimmt Herz in die Hand, aber bekommt den Ball nicht Richtung Tor durchgespielt. Weiter Abstieg nach vorne und Robin im Kopfball verliert er. Und jetzt kommt Gaetan. Der legt ab zu Sanchez. Benfica Lissabon versucht natürlich schnell zu kontern. Weil da sehen sie ihre Chancen. Aber hier der nächste Ballverlust zu Robin holen den sich. Weiter geht's zu Thomas Müller. So, Müller. Oh, stark, wie das Müller macht. Thomas Müller, da startet Vidal, da startet Vidal. Vidal mit der Chance, Arturo Vidal. Und der Ball ist nicht im Tor. Riesenchance, Vidal wird da hart angegangen. Spiel läuft weiter. Glück hier für Benfica Lissabon. Es bleibt beim 0:0. Und die Bayern machen richtig Druck hier
in den ersten 20 Minuten hätten das 1-0 schon erzielen können. Aber sie haben es noch nicht geschafft. So, jetzt mal die Chance. Mitroglou gegen Martinez. Oh, Martinez wird abgehängt im Zweikampf. Martinez, Mitroglou mit der Flanke. Lahm im Kopf wurde gefordert und Lahm setzt sie durch. Gefährlich. Also Lahm hinten allein zu lassen im Kopfball, das ist immer eine riskante Aktion. Und jetzt der Fehlpass von Ribéry findet hier Lewandowski nicht. Einwurf für Lissabon. Also hier ist ordentlich Tempo im Spiel drin. Beide Teams schenken sich wenig und Müller läuft am Ball vorbei, verschätzt sie da einfach. Und jetzt natürlich Benfica Lissabon sofort wieder mit einem schnellen Gegenangriff über Jonas. Jonas gegen Martinez und Martinez, das ist ein Foulspiel. Da drückt er seinen Gegenspieler zu Boden. Freistoß natürlich jetzt absolut zurecht für Benfica Lissabon. Und dann schauen wir mal, was daraus entsteht. Der Schiri sprüht mal wieder den Rasen ein bisschen ein. Und jetzt also der Freistoß. Kommt von Pizzi. Pizzi, gefährliche Variante. Gut abgelegt. Die Chance ist da! Und er geht drüber. Gute Chance hier für Jonas. Aber der verfehlt das Tor deutlich trotzdem. So frei darf das so ein Top-Träger eigentlich nicht zum Ball kommen. Glück hier für die Bayern. Bleibt erstmal beim 0-0. Abschluss geht zu Manuel Neuer. Und er sucht erstmal Franck Ribéry. Der findet ihn auch. Sehr schöner Abstoß. Und jetzt Thomas Müller. Müller! Der ist zu langsam ein bisschen. Für die Pässe, die was erreichen soll. Halbe Stunde ist rum. Immer noch 0-0. Wir sehen trotzdem ein offenes und kampfreiches 0-0. Und Kimmich hier mit dem Fehler und jetzt Sanchez mal mit vorne. Sanchez weiter geht's zu Jonas. Jonas gegen Philipp Lahm und Lahm. Lahm macht heute ein überragendes Spiel bis zu diesem Moment. Hat, glaube ich, alle Zweikämpfe bis dato gewonnen. Super Verteidiger am heutigen Tage, Philipp Lahm. Zeigt seine Weltklasseform auch heute wieder. So, jetzt Costa. Weiter geht's zu Ribéry. Chance ist wieder da für die Bayern. Franck Ribéry. Ribéry. Oh, wie er da durchgeht. Und dann kommt der Ball zu Lewandowski und er versteht's nicht. Der versteht's nicht, dass er da hin muss. Und er kommt auch nicht hin. Schade. Riesenchance hier. Stark gemacht von Ribéry. Allerdings dann spielt Lewandowski nicht mehr. So, 35 Minuten rum. Dann ist Vidal wieder mal dazwischen. Die Bayern übernehmen jetzt komplett das Spiel. Die wollen jetzt das 1-0 machen. Über Thomas Müller. Müller, schwer. Sehr schwer, sich da alleine durchzusetzen. Ist aber natürlich die Konterchance über Jonas. Jonas, der ist auf und davon. Martinez kommt dran. Dann ist Neuer zum Stelle. Und Glück hier für die Bayern. Gut gemacht von Martinez. Und ab geht's in die andere über Arjen Robben. Robben in der Mitte ist Arturo Vidal mit Platz diesmal. Auf dem Flügel bis jetzt nur keiner. Und dann kommt auch Costa. Costa, stark gemacht von Douglas Costa. Nächste Chance hier für die Bayern. Costa vom Ball getrennt im Laufduell. Ah. Einwurf aber jetzt trotzdem natürlich für die Bayern. Warum, die bieten sich schlecht an. Jungs, lauft einmal ein bisschen frei. Jawohl, gut gemacht, Ribéry. Jetzt Franck Ribéry mit dem Pass in die Mitte. Da ist Philipp Lahm. Lahm findet Lewandowski. Lewandowski wieder zu Ribéry. Ribéry aus der Distanz. Zu harmlos. Direkt in die Hände von Ederson. Es bleibt beim 0-0. Und oioioi, das ist doch ein Foulspiel. Also der Schiedsrichter gefällt mir bis jetzt heute nicht gut. Er pfeift sehr, sehr verhalten. Und Kimmich schnappt sie diesen Ball. Gut gemacht von Joshua Kimmich. Macht heute ein gutes Spiel in der Innenverteidigung. Allgemein die Bayern eigentlich heute gut drauf. Und es gibt die nächste Chance. Da ist David Alaba mit vorne. Alaba mit dem Pass zu Costa. Nächste Chance hier für die Bayern. Costa in der Mitte ist Lewandowski. Die Flanke ist gut. Lewandowski! Lewandowski, komm schon! Nein, es gibt es nicht. Ederson mit einer unglaublichen Parade gegen Robert Lewandowski. Das gibt es nicht. Die Bayern jetzt im Pech. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also wir sehen ein gutes Spiel des FC Bayern München, das bis jetzt allerdings noch keine Tore erzielen konnte. Jonas mit einer Chance. Ein Schuss konnte übers Tor setzen. Die Bayern mit einer riesen Anzahl an Chancen. Das war's mit Halbzeit Nummer 1. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann sehen wir uns gleich bei Halbzeit Nummer 2. Bis gleich. Und da wären wir hier zurück aus der Allianz Arena. Weiter geht's. Champions League Viertelfinale. Hinspiel zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon. Zur Halbzeitpause steht's 0-0. Und die Bayern waren bis jetzt das bessere Team. Allerdings kämpft Benfica Lissabon. Bekommt hier die erste gute Chance. Sanchez mit Distanzschuss. Mitroglou kann nachsetzen. Also Benfica Lissabon versucht die Bayern dann direkt mal zu Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen zu überrumpeln. Kimmich im Kopf oder er macht das aber wieder gut. Und jetzt sie natürlich die Chance des FC Bayern München vielleicht mit einem schnellen Gegenangriff zu kontern. Über Robben.
Robin, der startet Müller, dann startet Lewandowski. Robin zieht aber jetzt erstmal in die Mitte, denn da ist Costa mit dabei. Und Costa, der tut sich heute schwer. Also sonst zeigt er immer gute Spiele, der Douglas Costa, aber heute bis jetzt tut es sich sehr, sehr schwer gegen die Aggressiven, muss man schon sagen, Gegenspieler vom Benfica Lissabon. Und da ist wieder Costa am Ball. Costa sucht vorne Lewandowski mit diesem Ball, aber der Ball bisschen zu weit auf den Flügel gespielt, da kommt Lewandowski nicht ran. Und jetzt wieder Benfica Lissabon. Die Bayern müssen das Ding hier eigentlich gewinnen. Ein Rückspiel in Lissabon ist ja in einer Woche. Das wird alles andere als ein Zuckerschlecken werden. Oh, dann Müller von hinten angegangen. Der Schiri lässt auf Vorteil weiterlaufen. Das wird auf jeden, das muss nachträglich eine gelbe Karte sein. Also der Schiri darf das Spiel jetzt nicht aus der Hand geben. Und die Bayern kommen über Costa. Außen ist David Alaba mit dabei. Die Chance ist da für die Bayern. Alaba zieht jetzt in die Mitte rein, wird vom Ball getrennt. Da ist Ribéry mit der Flanke. Da ist Lewandowski. Und dann kommt Ederson, der Torwart, vor Lewandowski ran. Stunde ist rum für Benfica Lissabon. Wäre das ein Wahnsinnsergebnis hier in der Allianz Arena, wenn sie das über die Zeit bringen. Stunde ist also rum. Halbe Stunde ist noch zu spielen. Und was wäre das für eine Sensation für Benfica Lissabon. So, Martinez, stark gemacht. Setzt sie wieder gut durch. Die Beinabwehr macht heute allgemein gutes Ding. Und was war denn das für Neuer? Das war nicht gut. Das sind so die neuen Fehler, die was auch gegen Benfica Lissabon schon gab. Und der nächste gegen Juventus Turin schon gab. Und jetzt muss es, ja, jetzt gibt es auch Gelb, ja. Zu Recht. Gut, Schiri. Die erste richtige Aktion am heutigen Tag ist ungefähr. Gaetanzi, Gelb, hartes Einsteigen dagegen Thomas Müller. Hier sehen wir es mal live. Und in überdimensionaler Größe. Ja, da kann man schon fast von dunkelgelb reden. So, Jimenez geht raus. Jimenez kommt für Mitroglou. Also neuer Stürmer jetzt bei Benfica Lissabon auf dem Platz. Weiter geht's mit Joshua Kimmich und der zu Philipp Lahm. 27 Minuten noch. Die Bayern müssen kämpfen. Und das sollen sie jetzt auch so langsam als sie hier anfangen. Wo ist denn Ribéry? Ribéry hängt in der zweiten Halbzeit komplett hinterher. Bekommt fast keinen Ball. Das ist kein gutes Spiel von Franzosen. Jetzt mal gut gespielt. Costa kommt hier ran. Der letzte Ball, der kommt momentan beim FC Bayern München einfach nicht wirklich an. Und Benfica Lissabon bekommt jetzt mal Raum. Und die bekommen Platz über Gaetan. Der hat schon gelb gesehen, setzt sie gut durch. Lahm ist aber wieder zur Stelle. Philipp Lahm, einer verliert mal gegen Sanchez. Das darf nicht passieren. Chance ist da, Jones. Riesenkuddelmund im 16. des FC Bayern München. Mann, oh Mann, haben die Bayern ein Glück in dieser Situation. Da hätte es passieren können. So, jetzt Ribéry. Die Bayern müssen jetzt natürlich ein bisschen Gas geben. Komm, Costa, lauf. Aber Gaetan ist natürlich auch ein schneller Spieler, den was er als Gegner hat. Ball geht wieder zu Arturo Vidal. Vidal vorne startet Robin. Und er ist mein Platz. Robin. Und das ist 1:0 für den FC Bayern München. 72. Minute. Die Bayern werden erlöst durch Arjen Robin. Und da springt die Allianz Arena auf Arturo Vidal mit dem Pass zu Robin. Der zieht an und schließt mit dem starken linken Fuß ab und hämmert den Ball ins Tor rein. Und der FC Bayern München führt in der Allianz Arena gegen Benfica Lissabon mit 1:0. Ein wahnsinns erkämpftes Tor hier vom FC Bayern München. Arjen Robin mit dem Tor. 18 Minuten vor dem Ende. Und das ist ein Kampftor. Das ist ein unglaublich schweres Spiel vom FC Bayern München hier und heute. Und sie führen in der Allianz Arena mit 1:0. Und jetzt sieht die Welt bei den Bayern deutlich besser aus. Sie führen zu Hause, würden damit mit einem 1:0 nach Lissabon fahren. So, Sanchez geht raus, Talisca kommt. So, und auch beim FC Bayern München gibt es jetzt Doppelwechsel. Franck Ribéry, zweite Halbzeit komplett abgetaucht. Und Thomas Müller, der kann nicht mehr, die gehen raus. Thiago Alcantara und Kingsley Coman, der hat ja ein wunderschönes Tor im Viertel, im Achtelfinale gegen Juventus Turin erzielt. Jetzt auf jeden Fall zwei neue Kräfte beim FC Bayern München auf dem Platz. Und Kingsley Coman hier direkt mal am Ball. So, weiter geht's zu Costa. Und der ist hier wieder Coman. Und der macht hier gleich mal Tempo. Kingsley Coman auf dem Weg nach vorne. Kingsley Coman hat hier auf jeden Fall Platz. Sieht Thiago auch frisch im Spiel. Die zwei wirbeln direkt mal auf. So, da ist Costa. Costa mit der Chance. Und fast mit dem 2:0. Robin! Das gibt es nicht. Das Tor ist leer und er muss den Ball nur noch reinmachen. Und trifft den Oberrang.
Das gibt es nicht. Robin macht das 1-0 und vergibt das 2-0. Riesenchance hier für den FC Bayern München. Den muss er machen. Den muss er machen, der Holländer. Riesenchance ist, Achtung, Benfica Lissabon auf dem Weg nochmal von über Samaris, Kimmich super dazwischen, Ball ist nicht im Aus, wird abgefangen, Thiago, Konter Chance wieder für die Bayern, da ist Robin mit dabei, Arjen Robin, da wird er eingeholt von Gaetan und der nimmt ihn den Ball ab, Benfica Lissabon kämpft jetzt wieder, Rüde, wieder hartes Einstellen von Gaetan gegen Robin, Freistoß gibt's für die Bayern, da ist Thiago, der sieht wieder Robin. Und die haben jetzt natürlich Platz, weil Lissabon hinaufmacht. Lewandowski, Lewandowski mit seiner Chance. Robert Lewandowski, Lewandowski im 16er gefällt. Das ist ein Elfer, das ist ein Elfer. 82. Minute, Elfmeter für den FC Bayern München. Jardel holt Lewandowski von den Beinen. 82. Minute. Und da ist der Protest natürlich riesig. Das können sie, die Lissaboner, faulen und protestieren. Und Lewandowski, ja, das ist klar. Leute, Leute, das ist eine ganz, ganz klare Aktion. Also, da gibt es nichts zu zweifeln. Der Ball ist meilenweit weg. Lewandowski wird gefällt. Und jetzt der Elfmeter für den FC Bayern München. Müller ist runter. Nee, Robben darf nicht schießen. Jetzt also der Elfmeter für den FC Bayern München. Es gibt nur Diskussion, wer diesen Elfmeter schießen soll. Und es wird wohl Arturo Vidal übernehmen. Also, Vidal mit dem Elfmeter gegen Ederson. Vidal mit der Chance zum 2-0. Arturo Vidal, 2-0! Der FC Bayern München führt mit 2-0 gegen Benfica Lissabon. Und da klappt es doch. Es ist Arturo Vidal, der hier mit dem Elfmeter das 2-0 macht. Die Welt des FC Bayern München sieht gut aus. 2-0 für den FC Bayern München. Ederson ahnt die Ecke, aber Arturo Vidal, ein guter Elfmeterschütze. Eiskalt vom Punkt. 2-0 für die Bayern. Und jetzt haben sie doch hier wunderschönes Ergebnis. Sie führen mit 2-0. Und ja, Arturo zeigt schon an. Das ist der FC Bayern München. Die gehen hier über die vollen 90 Minuten mit allem, was sie haben. 86. Minute. 2-0 für den FC Bayern München. Arturo Vidal, der Torschütze. Und die Stimmung im Stadion ist jetzt natürlich sehr, sehr gut. Und Benfica Lissabon wissen, das wird sehr, sehr schwer, wenn die heute kein Tor mehr schießen im Rückspiel. So, da ist Almeida mit der Flanke. Da muss wieder Lahm ins Kopfballduell. Wieder Lahm, der wird zu Boden gerissen. Der Pass kommt in die Mitte und die Riesenchance für Lissabon. Jonas in der Mitte. Und da trifft er das leere Tor nicht. Also heute vergeben die Stürmer auf beiden Seiten schon Riesenchancen. Trotzdem geht das Ergebnis bis dato vollkommen in Ordnung. Und jetzt stellt Lissabon die Anspielstation natürlich zu. Neuer mit dem Versuch, hier zu Vidal zu spielen. Vidal wieder hart angegangen. Also Lissabon, die knüppeln heute richtig auf die Spieler drauf. Und es gibt die nächste Chance. Lewandowski im Zweikampf. Lewandowski! Robert Lewandowski hat jetzt die Chance zum dritten. Robert Lewandowski! Und er vergibt. Das gibt es nicht. Das muss das 3-0 sein. Lewandowski ist heute nicht kalt genug. Trifft den Ball nicht richtig. Costa wäre mitgelaufen gewesen. Aber den will einfach Lewandowski selber machen. Es bleibt beim 2-0. Aber das muss das 3-0 sein. So, jetzt nochmal die Chance mit dem Eckball vielleicht. Kingsley, come on. Bringt die Ecke nicht gut rein. Da steht keiner. Aber come on, nochmal Ball. So. Kingsley, come on. Legt ab zu Martinez. Martinez nochmal zu come on. Oh, der wird nicht. Ja, der wird zwar von den Beinen geholt, aber kein Foulspiel. Ja, das war Ballgespiel und jetzt nochmal die Chance hier für Lissabon mit dem schnellen Gegenangriff über Talisca. Da kommt Kimmich. Talisca zieht Kimmich ab. Flanke ist gut und noch Neuer mit Glück hier in dieser Situation. Das Spiel ist aus. Letzte Chance für Benfica Lissabon ist vorbei. Der FC Bayern München gewinnt zu Hause gegen Benfica Lissabon mit 2-0. Starkes starkes Ergebnis fürs Rückspiel in einer Woche in Lissabon. Die Tür zum Halbfinale ist offen. Ihr könnt mir eure Tipps in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie geht's aus? Bayern gegen Benfica Lissabon. Ich glaube, die Bayern werden das Hinspiel auf jeden Fall gewinnen. Wie hoch ist die Frage? Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Es gibt nur die restlichen Viertelfinalbegegnungen in den nächsten Tagen und Borussia Dortmund gegen den FC Liverpool. Das wird auch eine heiße Begegnung werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt am Ball. Eure Tipps in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.